coming back one time for your mind. Yeah. Manslaughter like Manson and murderous movement. Armor suited down, crucified, undisputed, occultist. Mystifying and never dying, crying cyanide. Dread ionide, fled for science. God fearing, tearing ass out. Niggas pass out, the cash out, the last fast route and out. Pure holocaust, more frost than up north. Divorce heads from next. So, meine Freunde, jetzt haben wir die App, meine Cappy verloren. Muss ich nochmal zurück? Lyrically, lyrics across the boards, force 10 from Navarone. So, alles da. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade in Neumarkt angekommen bei Fedes und das scheint hier so ein Einkaufszentrum zu sein. Yo, meine Freunde, wir sind jetzt hier vor der Fedes Kinderwelt in Neumarkt. Hier habe ich gerade den Daniel von Fedes. Du machst das Online-Marketing. Richtig. Und kannst du uns mal kurz erklären, was Fedes genau ist? Gerne. Die Fedes ist der größte Spielwarenzulieferer und Großhändler in Europa mit über 700 eigenständigen Filialen bzw. eigenständigen Spielfachgeschäften. Mhm. Und meine Wenigkeit, Daniel Buschek, hier, ich mache das Online-Marketing von der Zentrale aus in Nürnberg. Okay, okay. Seht ihr mal wieder irgendwas ganz Special in Nürnberg? Und da befindet sich die Zentrale, vielleicht besuchen wir die auch mal demnächst. Und genau, wir machen uns jetzt mal auf den Weg rein in den Laden. Der Önner ist schon vorgegangen, hat die Kamera schon aufgestellt und dann holen wir mal ein paar 360-Grad-Bilder raus. The guns are evenly distributed. All for one, no pussies, I ain't trying to hear it. These are the colors of death, punk your necks. The crew rolls thick through your hood, so respect. These are the colors of death, punk your necks. The crew rolls thick through your hood, so respect. These are the colors of death, punk your necks. The crew rolls thick through your hood, so respect. These are the colors of death, punk your necks. The crew rolls thick through your hood, so respect. Exorcist, demonist, catalyst, the purest form of purulence, inquisitant, aberrants at war against the most ancient black arts in existence, for instance. Schaut mal, meine Freunde, Wolle gibt es hier auch. Sofort gefunden. So, meine Freunde, wir haben schon gesehen, es gibt hier wahnsinnig vieles, was man so entdecken kann. Ich habe ja schon lange keine Spielzeuge mehr angeschaut. Und auch ganz interessant, hier gibt es so ein Terminal und da kann man sich die ganzen Sachen heraussuchen. Und dann kriegt man hier unten einen Bon raus und kann sich das Ganze dann direkt nach Hause schicken lassen, wenn man dann an der Kasse bezahlt hat. Voll easy, oder? Evil industry forms resistance. Intense with queens, the queens levels be devils, be like kerosene, blowing up spots you never seen. Experimental vapors you inhale get lifted and toxic. So, meine Freunde, wir schauen jetzt mal, wo der Önder ist. Da ist er ja schon. Achtung. So, na, was geht als nächstes? Wo gehen wir hin? Zum nächsten Bildpunkt. Ich muss ja immer von einem Bildpunkt zum anderen immer die Sichtlinie bewahren. Das heißt, du machst heute einen Rundgang? Ich mache einen 360-Grad-Rundgang, sodass man den Store mal sich virtuell anschauen kann. Okay, okay. Also, ihr seht, der Önder hat sozusagen, also wir haben ja hier das Baby vom Önder. Der Önder hat hier sozusagen das Flaggschiff. Deswegen, wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr den Sound auch. Krass, oder? Aber das hat auch, die hat ja auch 8 Kameras insgesamt, 8 Linsen. Wir haben ja nur 2. Jetzt müssen wir uns verstecken, ne? Weil da muss ich es nicht später am PC ausrichten, sondern ich suche mir eine Szene, wo die Bilder alle in der Mitte, dass man immer in die Richtung. Ah, weil das muss man, das ist ja, man muss ja das bei Street View, kann man das nochmal nochmal genau ausrichten, wo, an welcher Stelle das ist. Das kann ich mit meiner Software, mit 3D Vista, kann ich das machen. Bei Street View, das ist. Ich zeig dir das mal, am Handy geht das. Kann man das ausrichten? Ja. Habe ich gestern gesehen. Dann gibt immer einiges zu tun, wenn man diese 360-Grad-Bilder macht. Man muss nämlich immer schauen, in was für eine Himmelsrichtung die ganzen Bilder zeigen. Und
später dann, wenn man dann auf Google Maps zum Beispiel Bilder veröffentlicht, muss man eben schauen, dass man auch die richtige Himmelsrichtung anzeigt oder auch, dann muss man auswählen, in welche Himmelsrichtung sozusagen die Eingangstür des Ladens ist, weil sonst wird das Bild falsch angezeigt und man sieht danach nicht den Laden, sondern vielleicht auch gegenüber vom Laden und das ist natürlich nicht so gut. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade fertig. Wir haben die ganzen Aufnahmen im Kasten. Ich habe den Önner ein bisschen begleitet, während er seine 360-Grad-Tour durch die Kinderwelt gemacht hat und haben auch einen kleinen Film für ihn eingefangen. Und jetzt geht es dann weiter zu Mr. Pixel in Neumarkt. Wird der ein oder andere schon kennen vom Digitalfestival. Und da werden wir auch gleich noch ein paar 360-Grad-Fotos machen. Gerade bei Mr. Pixel angekommen. Hier seht ihr auch Teil des Digitalfestivals. So, meine Freunde, es gibt ja auch einen leckeren Kaffee und ich hätte gesagt, wir hören uns kurz mal an, was Mr. Pixel genau so macht und du bist Mr. Pixel selbst, ne? Ja, Mr. Pixel selbst. Eigentlich. Was macht ihr genau? Ihr macht, ihr seid eine Werbeagentur und... Ja, Werbeagentur haben wir gekillt dieses Jahr aus unserem Namen. Oh, okay. Ja. Wir haben nur noch Mr. Pixel, okay. Marke geschärft und jetzt auch den Markeninhalt, glaube ich, besser getroffen, weil Werbung, ja, ist ein großes Thema, da kommen wir auch her. Mhm. Aber noch ein großes oder noch ein wichtigeres Thema und die Klammer um das ganze Thema ist E-Commerce. Und das hat zur Folge, dass wir viel Software entwickeln müssen. Okay. Das machen wir mittlerweile wahrscheinlich so zu 40%. Software für? Für das Thema E-Commerce. Eigene Schnittstelle für große Marktplätze und Portale. Und ja, dementsprechend ist da sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Und das hat natürlich nicht unbedingt was mit Werbeagenturinhalten mehr zu tun, weil wir liefern halt auch. Okay. Und in dieser E-Commerce-Klammer haben wir dann natürlich noch das Thema viel Unternehmensberatung mit dabei, damit der Geschäftsprozess auch erklärt gehört. Okay. Dementsprechend musste sich jetzt irgendwann mal die Werbeagentur aus dem Logo verabschieden. Okay, das heißt auch, wenn ich in einen Shop möchte, komme ich zu euch? Ja, das wäre genau unser Aufschlag. Okay, ihr seht, meine Freunde, wir machen jetzt dann gleich noch ein paar 360-Grad-Fotos und die könnt ihr dann natürlich auch auf Google Maps anschauen. Und jetzt genießen wir aber erstmal den Tee. Wir sind voll gespannt wie hier. 360. Revealing hatred and fear and scaring little children the infamous Cali Ghosto, a wild with fofos, embalming homo, eye plus shot from the no-dose with mad malice, destroy your palace, the wildest my mouth spits acidic enzymes, my lips are callous. So, meine Freunde, wir sind jetzt soweit fertig. Jetzt geht's zur nächsten Location. Wir sagen den Pixels tschüss. So, meine Freunde, gerade bei Mr. Pixel aufgebrochen, weil es ist das erste Mal da. Und jetzt gehen wir gleich zu unserer letzten Location. Und das wäre? Pitstop. Pitstop. Aber ist das dann ein Autostopp, wo man eine Werkstatt? Nein, das ist ein Pizzaautomat. Das habe ich noch nie davor gesehen gehabt. Eine Pizza, die aus Automaten kommt. Ich meine, den Corona-Zeiten geschuldet. Okay. Wir schauen uns das mal an. Wow, ein Pizza-Automat, meine Freunde. Ich bin schon ganz gespannt. Wender hat mir schon einiges davon erzählt. Mal schauen, was uns da erwarten wird. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade in Freistadt angekommen. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch erinnern. Wir waren ja schon mal hier. Und zwar waren wir das letzte Mal in Freistadt, als wir diesen Automaten entdeckt haben, bei dem man Frisches vom Bauern holen kann. Und gleich daneben gibt es mittlerweile einen neuen Automaten. Und bei dem kann man einfach Pizza kaufen. Und der Önder war bereits hier, hat schon 360-Grad-Fotos gemacht. Und wir schauen uns das ganz kurz mal an.
Man kann hier entweder, hier kann man ganz normal Getränke kaufen und hier kann man sich eine Pizza holen. Wie krass ist das denn? Ich habe noch nie einen Pizzaautomaten gesehen. Habt ihr schon mal einen gesehen? Es gibt jetzt hier irgendwie hier einen. Da kann man hier eine Mozzarella-Pizza für 5,50 oder eine Thunfischzwiebel für 5,50 kaufen. Und dann gibt es hier auch noch mal eine. Da gibt es eine Salami-Paprika-Pizza und eine Satoya. Crazy, oder? Ein Pizza-Automaten. Ich verlinke euch die Location mal. Der Önder hat hier schon mal 360-Grad-Fotos gemacht. Die verlinke ich dann auch nochmal, beziehungsweise seht ihr dann auf der Location von Google Maps. Und ja, lasst mir mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal irgendwie so eine Pizza gegessen habt. Und ich bin total begeistert. Werde mir jetzt, glaube ich, mal eine holen. Fucking with me is like many doses of ulcerosis. My killer's closest, the feeling foes with the will of Moses. I part domes and spark tones from breaking mics, making nights hell for those who sell and faking type. Pyogenesis, exasperating mental matter, the gatter splatter, your physical, lyrical lives are batter at a rate of speed to make.